Hi, welcome. I show you how to assemble the Kickit goals. Ich zeige euch jetzt, wie man Kickit, das neue Kickit-Tor zusammenbaut. Ich versuche das mal in Englisch und Deutsch gleichzeitig. Mal schauen, ob das klappt. So we have the net. The short sides has these cutting knots. And the long sides, the bottom and down, has no knots. Das sind keine Knoten. Und an den Seiten sind eben die abgeschnittenen Knoten. Wir nehmen uns eine Pipe, ein Rohr, eine Ecke. We take one pipe and a corner, one of these corner parts. Put it together, bauen das hier dran und haben jetzt eine Art Nadel, mit der wir durchfahren können. So now we have a needle and go through the holes of the net. Wir starten an einer unteren Ecke beim Knoten. Dazu muss das Netz so gar nicht liegen. Ich habe es nur mal so hingelegt, damit man das sehen kann. Man nimmt sich das so und geht hier rein. First, and now we go through all the knot side holes. Wir gehen jetzt durch jede Masche, wo die Knoten sind. Ist jetzt ein bisschen wie Stricken. It's like stitching. And this goes very easy and fast. Now we are at the top. Jetzt gehen wir an der Länge durch, fädeln also das ganze Netz ein. Immer von vorne durch, dann von hinten wieder durch, dann wieder von vorne durch, von hinten durch. Bei mir geht das natürlich recht schnell, ich habe das schon oft gemacht. Wenn ihr das macht, dann braucht ihr das eigentlich nur einmal machen. You only need to do this once, because I also show you how to disassemble the goals. Now I'm at the other side of the knots. Jetzt bin ich bei den anderen Knoten auf der anderen Seite. Gehe da jetzt weiter. Bin dann also einmal rum bis auf den Boden. I'm around the net now without the bottom. So, jetzt habe ich das Netz einmal komplett eingefädelt. Now I take the part to put the top together. Jetzt kann ich die Latte zusammenstecken. Jetzt nehme ich die nächste Corner, nächste Ecke. Dann kommen die Seitenpfosten einfach rein. Das ist der einfache Teil des Ganzen, der auch mehr Spaß macht. Dann die beiden Bodenfüße einfach rein. Eins. Okay. Und zwei, da habe ich hier den falschen, muss ich den nehmen. Weil hier habe ich das Loch auf der Seite und hier habe ich das Loch auf der anderen Seite. So I got the wrong one. I have the hole for the bottom hole here and here. Und jetzt die Bodenstange zusammen machen, so, das Netz jetzt einfach runterfallen lassen. An der Seite sind ja die Knoten, bis ich also alle Knoten runter habe. Und hier das gleiche auf der Seite, einmal runter, so, dann ist das Netz im Grunde schon schön eingefädelt. Jetzt kann ich das auch hier durch jedes Loch natürlich durchführen. Also hier anfangen hier unten und dann gehe ich durch jedes durch. Das dauert dann wieder ein bisschen länger. Ich kann aber auch jedes zweite oder dritte, das mache ich jetzt hier, weil für das Spiel reicht das. Das ist dann, wenn man öfter auf- und abbaut, auch schneller. Man sollte auf jeden Fall die Ecke hier nehmen. Stecke ich das rein. Zack. Fertig. So now this is where I just put the bottom pole through some of the holes, not each of them. So now I have